Hallo, hallo, Siehstag! Auch heute mit einer besonderen Legung für dich. Und zwar, ich habe dir hier, wie gesagt, die wunderschönen Karten von Doreen Virtue mitgebracht und wir schauen jetzt hinein. Also, welche Veränderung kommt jetzt auf dich zu? Wir haben immer noch Portaltage. Wir haben immer noch Portaltage. Also, morgen ist der letzte. Wie geht es dir denn? Schreib mir gerne in die Kommentare, wie hast du das, jetzt wirklich überstanden? Warst du bei mir in der Begleitung? Oder wie war es denn? Wie hast du das denn also so für dich wahrgenommen? Also schau mal, also wir haben jetzt hier die Karten, also ich lasse die jetzt mal genau gucken, was ist jetzt hier wirklich los, ja? So, also, welche Veränderungen kommen jetzt auf dich zu? Weißt du schon, wie die Energien, hast du schon geschaut im Shop, findest du das? Hast du schon geschaut, wie die Portalenergien sind? Das kann ich dir jetzt schon sagen. Also, wir haben, Moment, heute ist der 23. ist der, ja, Macht im Herzen. Was heißt das, Macht im Herzen? Macht im Herzen heißt wirklich, dass etwas im Herzen wirklich auch passiert, ja? Also etwas im Herzen auch passiert. Und das sollen wir dann natürlich dann auch zulassen, dass diese Macht im Herzen auch stattfindet, ja? Und wir gucken jetzt weiter. Also, die Karten sagen dir, also gib dir Mühe, also große Liebe ist es wert, dass du deiner inneren Führung folgst und entsprechende Schritte unternimmst. Das bedeutet, da ist schon eine Veränderung, wenn du dir Mühe gibst, wenn du daran arbeitest, aber natürlich auch dein Seelenmensch, also dein Seelenpartner. Also wichtig ist, also aufgeschlossen zu bleiben und wirklich, auch wenn ihr jetzt unterschiedlich, seid, dass, ja, dass man aufgeschlossen bleibt. Also der unterscheidet sich auch von normalen Typ und auch von deinen Erwartungen. Und ich habe hier auch wirklich das Gefühl, also wie sich das jetzt hier zeigt mit den Kindern, dass da auch vielleicht die Kinder erstmal auch natürlich auch einen Einfluss haben auf dein Liebesleben. Also generell haben die schon einen Einfluss. Entweder hast du Kinder, hast dein Seelenpartner Kinder, kann sein. Also das da. Aber es kommt schon eine Veränderung. Und von allen Dingen, also es geht um die Leidenschaft. Erlaube deinem Herzen und deine Seele von Freude zu singen. Also das ist schon klar. Also ich sehe jetzt hier schon eine Wahnsinnsveränderung, muss ich dir wirklich sagen. Und was ich jetzt hier sage, was ich jetzt hier auch sehe, auch bei deinem Gegenüber, also da ist schon wirklich so eine Leidenschaft da. Und man soll ja auch den anderen um Unterstützung bitten. Also das heißt vielleicht die Freunde, die können helfen. Und wenn du das Gefühl hast, du brauchst auch deine also Hilfe, bin ich auch gerne für dich da. Also für die Hilfe bin ich auch für dich da. Und ja, das ist doch schon mal gut, oder? Dann bin ich ja auch für dich da. Was sehe ich denn hier generell? Also ich sehe jetzt hier Finanzen und Karriere spielen hier eine Rolle. Also, dass die halt einen Einfluss haben auf dein Liebesleben, Karriere und Probleme wirken sich jetzt auf Liebesleben, finanzielle Probleme. Ja, vielleicht weil du auch gar nicht, ja, weil du das auch gar nicht dann, ja, so leben kannst mit ihm oder er. Vielleicht hat er auch Geldprobleme, also ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es, ja, des Wartens wert. Also die Engel sagen, also das göttliche Timing bestimmt das Liebesleben, so nehme ich das jetzt auch wirklich wahr. Und es geht hier um diese Verspieltheit. Es geht hier wirklich um Verspieltheit, also verspielt zu sein. Also darum geht es wirklich um diese Verspieltheit. Also
dass man so locker nimmt, dass man mehr in dieser Hier- und Jetzt-Energie ist. Und wie gesagt, da kommt die Veränderung. Ich sehe das schon. Ich kann dir auch wirklich helfen. Wenn du sagst, ja, wann kommt diese Veränderung? Du kannst es natürlich ganz schön beschleunigen. Also du kannst es wirklich beschleunigen mit dem Coaching. Das sage ich euch dann auch immer wieder, weil das ist eine Persönlichkeitsentwicklung. Immer mehr Seelenpaare kommen zusammen. Immer mehr tut sich da auf. Was ich sehe hier das Vertrauen. Diese Situation fordert dich auf, dich in Geduld zu üben. Also ich habe wirklich das Gefühl, also in Geduld zu üben, dass es sich hier, wie gesagt, also ja, das wird richtig gut. Also umso mehr Geduld er auch hat, ne? Also umso mehr kannst du ja auch Vertrauen haben, ne? Und das ist doch gut, oder? Also bin ich mir sicher, ne? Und ja, das ist doch schon mal super, oder? Also ich sehe jetzt hier, also dass deine Verlobung auch auf euch zukommen wird und dein Liebesleben erreicht eine neue Stufe der Hingabe. Also das heißt, es wird immer besser, mit 100%iger Sicherheit, es wird immer besser. Und ich habe das Gefühl, also es wird auch hier also richtig romantisch weitergehen. Und das sind romantische Gefühle und deine Gefühle sind es echt wert, und näher erforscht zu werden. Ich empfehle dir wirklich, wirklich empfehle ich dir, dass du daran denkst, dass, also wie gesagt, dass die Gefühle echt sind, wirklich. Und auch bitte denke daran, dass du diese Vollmondritual nicht verpasst. Das wird am 25. sein und buche dir schon mal jetzt einen Platz, sonst verpasst du den. Und ich glaube, am Vollmond werde ich auch einen Livestream machen, auf jeden Fall. Ne? Also ich bin ja dann halt jetzt die Tage auch noch in einem Projekt da, sehr beschäftigt, ja. Aber du kannst mir auch gerne schreiben, also eine E-Mail bin ich immer für dich da, oder? Du folgst mir jetzt einfach mal übers Telegram, ist doch alles gut. Also was ich jetzt hier sehe, ich sehe jetzt hier schon, es gibt hier eine Versöhnung, also sei dir dessen bewusst, also es gibt mit Sicherheit eine Versöhnung und das ist schon mal gut und die Veränderung kommt jetzt. Lass uns gucken, was er für dich fühlt. Ja, jetzt wieder bei einige Karten schön gefallen. Das ist doch gut. Wunderbar. Eieiei. Der sagt, also gib dich hin und alles wird gut werden. Und der hat ja schon, also sich die Zeit genommen, um nachzudenken. Und der hat hier auch ein Geheimnis. Alles wird zur rechten Zeit offenbart werden. Der Schleier wird sich lüften. Und ich habe hier das Gefühl, dass man halt vertrauen soll. Um etwas verändern zu können, muss man es zuerst akzeptieren und du wirst mehr geliebt, als du dir jemals vorstellen kannst. Denke stets daran, ich liebe dich. Also dein Herzlein liebt dich, also das ist doch wunderbar. Ich wünsche dir einen tollen Tag. Also für persönliche Beratung oder Coaching schreibe mir einfach eine E-Mail. Bis bald, bye bye.